Okay, aber zünden Sie sie dieses Mal nicht an. Würde ich so etwas jemals tun? Ja. Würde die Ex-Member War of the Warriors noch gewinnen? Ist die gleiche Frage, hat den gleichen Sinn. Ich verstehe das nicht. Verzieh dich. Jetzt hast du ihn beleidigt. Oh. Ekelhaft. Nein, nein, du willst mich bestimmt reinlegen. Wie hat er das bloß rausgekriegt? Keine Ahnung. So, jetzt. Ah ja, die Zigarre und den Zigarrenanzünder, den braucht auch unser Road Dog. Richtig. Oh, you didn't know? You better call somebody. It's me, it's me. Double G. J-E-L-F-J-A-R-E-T-T. Naja, wir wollen es ja nicht noch schlimmer machen, ne? Jetzt bewegt dein Arsch schon dahin, Gott verdammt. Warum redest du eigentlich nicht mit Benjamin Franklin? Ist ja nicht im Haus. Nee, der war auf dem Hügel. Ist er da nicht erst später? Nein. Sicher? Ja. Ich gehe trotzdem ins Haus. Pff. Mensch. Den kenne ich doch. Was denn los? Keine Lust auf Reden, was? Schweigegelübde oder so, richtig? Hey, das ist cool. Ich habe etwas für Red Edison. Weißt du, wo ich ihn finde? Er ist ganz nah. Wiener. Toller Hut, Mann. Immer die Pendeluhr runter. Ich kenne Jungs, die würden Schaben essen, um Hüte wie diesen zu bekommen. Ist das eine Anspielung auf irgendein anderes Adventure von LucasArts? Keine Ahnung. Ich kann mich nicht dran erinnern, dass da mal jemand Bis Schaben später. Nee, der hat sich lieber aus einer Kanone schießen lassen. Ja. Hey, guck mal, eine Uhr. Und sie lässt sich öffnen. Aber jetzt habe ich den ganzen Witz verdorben. Hey! Was gibt's? Du kommst mir bekannt vor. Natürlich tue ich das. Ich bin Red Edison, der Begründer, um nicht zu sagen der Besitzer dieses Gasthauses. Vielleicht hast du mein Bild mal in einem wichtigen Journal gesehen. Oder vielleicht auch nicht. Die Chance besteht zumindest, dass eins von beiden zutrifft. Kennst du Ben Franklin? Franklin? Mit dem würde ich nie zusammenarbeiten. Er hatte eine blöde Idee über Brillen mit einem grünen und einem roten Glas. Ja, da hat man vielleicht davon gehört. Was machst du da? Ich erfinde, du Dummkopf. Wonach sieht das sonst aus? Im Moment sieht es aus, als würde er mit jemandem reden. Ich kenne jemanden, der sieht aus wie du. Tja, es ist keiner meiner Söhne. So viel ist sicher. Es sieht danach aus, als wäre ich, Red Edison, größtes Genie meiner Zeit, der letzte in einer langen Tradition von Erfindern. Meine nicht auseinanderzuhaltenden Söhne haben sich entschieden, Künstler zu werden. Ich glaube, es war jetzt Idee. Oder war es nett? Wie auch immer, der Linkshänder war's. Muss schlechtes Blut von ihrer Mutter sein. Hä, kennst du zufällig einen Linkshänder, der auch nett mit Vornamen heißt? Klappe zu, Flanders. Okay, okay. Was erfindest du? Das ist ein neuer sitzunabhängiger Schließmechanismus, basierend auf einer Kreisgeometrie. Verstehst du das?
Natürlich. Bis später dann. Ja, was macht was passiert? Vielleicht, wenn du deine Haare kürzer schneidest. Das musst du schon alleine rausfinden. Ja, da könnt ihr mal wieder sehen, wie kooperativ der gute Freund hier ist. Das Chicago. Das sind die Batteriepläne, die ich diesem Red Edison-Typ geben soll. Finde ich lustig. Ich sag das genau neben ihm und er müsste es doch eigentlich hören. Der ist gerade beschäftigt, siehst du das nicht? Hm. Super Batterie, was? Brillantes Design. Manchmal staune ich selbst über mich. Jetzt brauche ich noch Öl, Essig und Gold. So. Ah ja. Das kriegt er, glaube ich, auch noch. Was ist Mensch, das? Bin ich gut. Hm. Gesucht? Fleißige Aushilfe? Genie helfen? Ahahaha. Nun, ich bin das einzige Genie hier. Und du siehst dumm genug aus. Also, nimm deinen Arbeitskittel und geh an die Arbeit. Du weißt, dass das ein Linkshänderhammer ist, oder? Ich habe ihn erfunden. Ja, er war für meinen linkshändigen so Sohn. Künstlichen Blinddarms. Ach ja. Voll mit Plänen und Müll. So. Unterdessen. Wie wäre es mit einer Bestimmung, dass der Präsident ein Mensch sein muss? Das können die nicht machen. Bitte, wir versuchen ernsthaft zu sein. Okay, hast ja recht. Hätten sie vielleicht doch machen sollen, dann wäre George Bush nie an die Macht gekommen. Ja, denn da ist diese Bestimmung ad acta gelegt worden. Mhm. Dass wir es brauchen können. Du kannst Sachen in einem Adventure mitnehmen und dann hast du das Gefühl, dass du die brauchen kannst. Wie kommst du denn auf sowas? Ja. Alles hat doch seinen Sinn. Fast so gefährlich wie in echt. Ich versuche ja nur logisch zu denken. Was ich von dir bisher noch nicht so gehört habe. So. John Hancock, Thomas Jefferson, der übrigens auch Präsident wird. Nach diesem Mann hier irgendwann später. Viel später. Sei denn, es ist ein anderer Thomas Jefferson. Hey, Finger da weg. Ich könnte dem Mr. Washington doch eine Zigarre anbieten, oder? Gibst wildfremden Menschen einfach eine Zigarre? Ja, ich bin freundlich im Vergleich zu dir. Sieht das nicht cool aus? Oh Mann. Ich will nicht. Oder das? Für so gute Zähne wäre das eine ziemlich einfallslose Sache. Ja, ist ja gut. Entschuldigung. Ja? Mr. President, darf ich dir eine exzellente Zigarre anbieten? Haben Sie denn auch Feuer? Das ist eine exzellente. Na klar. Nun, wenn es so ist. Der ist nicht so ein Feigling wie Burner, der lässt sich anzünden, ohne mit der Wimper zu zucken. Heilige Scheiße. Du hast den Präsidenten ermordet. Ich hasse so etwas. Sieh zu, dass du sie für mich finden kannst, okay? Danke. Haben wir zufällig Ersatz dabei? Ja. Zufällig, ja. Kannst du die gebrauchen? Nun, danke, junger Mann.
seltsam. Vielleicht sollte ich den Kaffee weglassen. Hey Tom, sieh mal. Dem Gründer unserer Nation ist kalt. Mach mal Feuer.